In Linz beginnt's. Mit der oberösterreichischen Landeshauptstadt verbindet Leo Hillinger eine lange und emotionale Geschichte. So war es fast schon überfällig, dass er hier seine 7. Leo Hillinger Wein- und Barfiliale eröffnet. Essen, Wein und Geselligkeit sind das Erfolgsrezept. Linz ist für mich so eine Herzblutgeschichte. Ich war 1990, habe mit dem Hannes Verkolbinger angefangen, das Feld aufzurollen. Das war körperlich auch sehr harte Geschichte, von einem Lokal zum anderen, aber ich habe Linz wirklich kennen und lieben gelernt und deswegen freue ich mich besonders, dass ich mal da ein Lokal errichten darf. Mit 9. Oktober ist offen hier, ich freue mich sehr, wir wollen eine Weinbar sein für jeden, wir wollen keine ausgrenzen, für uns ist einfach wichtig, dass die Leute wohlfühlen. Sie können da zum Abhofpreis plus einen Aufschlag von 10, 15 Euro die Weine trinken, alle Weine sind offen, es gibt natürlich burgenländische Spezialitäten wie Mangalitzer Schinken, Steppenrind, verschiedene Aufstriche von unserem eigenen Biobauernhof. Das ist auch wichtig. Also es soll die Leute einfach beflügeln, gemütlich zusammen sind, Afterwork, Mittagslunch und am Abend halt. Euer freundschaftliches Verhältnis mündet jetzt in einem familiär geführten Lokal? Ja, kennen tun wir uns über 15 Jahre und ich denke, der Kreis schließt sich hier wieder in Linz. Ich denke auch, dass das für Leo eine ganz tolle Sache ist. Er war seine ersten Kunden zu Hause, sein erster Weinhändler. Das Verhältnis war freundschaftlich und auch familiär schon die ganzen Jahre über. Das Lokale war von uns natürlich sehr familiär geführt. Es sind ja noch sehr viele Mitarbeiter da, die auch bei uns waren. Und ich glaube, so familiär geht es auch weiter. Whisky und Wein, eine vielleicht seltene Mischung, aber zwei Sachen, die man absolut genießt. Ich denke, das kann man sehr gut gemeinsam genießen, weil beides ist ein Genuss, ein schöner. Und wenn man sich Zeit dafür nimmt, ja, passt Whisky perfekt oder genauso am Abend, genauso wie eine gute Flasche Wein. Was war für dich das Ausschlaggebende, von mittlerweile über 2 Jahrzehnten auf Leo Hillinger zu setzen und seinen Weg eigentlich mitzugestalten und mitzugehen? Seine Ehrlichkeit, seine Konstanz. Seine knallharte Ehrlichkeit. Habe ich schon gesagt, Ehrlichkeit. Er ist für mich einer der größten Menschen der Welt und unpackbar und ganz ein lieber Freund. Der Leo ist ja eine fixe Größe in der österreichischen Weinwirtschaft. Nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich und mittlerweile auch international. Er macht an der Spitze ganz hervorragende Weine, die natürlich in unserer Vinaria immer wieder auch entsprechend beschrieben, bewertet, kommentiert werden. Und das Bewundernswerte ist, dass er auch in der breiten Menge, also wirklich einer der größten Produzenten in Österreich, eine sehr, sehr ordentliche und sehr schöne Qualität immer wieder zustande bringt. Ich kenne den Leo schon seit 20 Jahren und wie viele vielleicht nicht wissen, war die Anfangszeit ja für ihn in Oberösterreich bestimmt durch Weinhändler, Gastronomie. Und ich habe ihn damals schon sehr schätzen gelernt und das hat sich bis heute fortgesetzt. Ganz wichtig ist ein guter Wein, das braucht man mit Essen, das liebe ich wirklich mehr als alles andere. Aber ganz wichtig ist in der Gesellschaft, mit Leuten zusammen, einen Spaß haben. Allein trinken, das macht keinen Sinn nicht, sondern du musst es genießen, musst einen Spaß haben, musst einen Fun haben, musst entspannen dabei. Das macht dann wirklich mehr Sinn.